Liebe Follower, liebe Freunde, die zurückliegende Plenartagung in Straßburg hier jetzt im Dezember stand für mich ganz klar im Zeichen der Menschenrechte. Ich bin Mitglied im Unterausschuss für Menschenrechte und am Dienstag wurden die jesidischen Menschenrechtsaktivistinnen Frau Baseh und Frau Bashar mit dem Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments ausgezeichnet. Diese beiden Frauen wurden 2014 von der Terrororganisation Daesh im Irak verschleppt und sexuell versklavt. Seit ihrer erfolgreichen Flucht engagieren sie sich nun aus Baden-Württemberg heraus für die jesidische Gemeinschaft und machen auf das Schicksal der Frauen aufmerksam, die Opfer der sexuellen Versklavung durch die Terrormiliz Daesh geworden sind. Ebenfalls am Dienstag habe ich im Plenum zum Partnerschafts- und Handelsabkommen zwischen der EU und Usbekistan gesprochen. In meinem Beitrag hob ich hervor, dass unter anderem die Fortschritte Usbekistan bei der Bekämpfung der Kinderarbeit bei den Baumwollplantagen erfolgt ist. Zugleich machte ich aber kritisch darauf aufmerksam, dass die Baumwollernte immer noch unter Zwangsarbeit zum Einsatz hier kommt. Das muss verändert und verbessert werden. Das Jahr 2016 stellt eine Zäsur für das Europäische Parlament und für uns Sozialdemokraten dar. Martin Schulz, der 5 Jahre lang Parlamentspräsident war, hielt am Mittwoch seine Abschiedsrede im Plenum. Und ich wünsche ihm viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben nun aus Deutschland heraus. Und ich bin mir sicher, dass er sich auch weiterhin mit aller Kraft für die Stärkung des europäischen Projekts einsetzen wird und freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit nun aus anderer Perspektive. Sie können alle meine Reden und Abstimmungen während der Plenardebatten übrigens live immer über den Webstream des Europaparlaments oder auch ganz einfach über meine Webseite verfolgen oder nachvollziehen. Damit alles Gute für Sie aus Straßburg und bis bald im kommenden Jahr erneut von dieser Stelle. Tschüss!